gemein. Ey Leute, fragt nicht wie. Ich hab eine Zuckerwattenmaschine, eine richtig originale Zuckerwattenmaschine gefunden. Geklaut? Nein. Ich habe die irgendwie ergattert, ich weiß auch nicht wie. Professionelle Zuckerwattenmaschine, die sind sehr cool. Und ey, ich habe mir so gedacht, okay, wenn ich schon mal sowas krasses habe, kann ich doch mal die größte Zuckerwatte der Welt kreieren. Warum nicht? Hat das auch nichts zu tun. Ich habe sowas noch nie bedient, meine Damen und Herren. Ich habe Angst, dass das ein Fail wird. Sowas sieht immer leicht aus, aber ich weiß nicht, vielleicht braucht man dafür eine Ausbildung. Die Zuckerwattenmaschine. I don't know. Probieren. Ja! Ich baue jetzt erstmal die Maschine auf. Ich habe noch gar nichts durchgelesen. Boom! Was ist das? Keine Ahnung. Ich glaube, hier kommt der Zucker rein. Das ist der Hut. Ach so, hier steht Warning. Keep hands away from spinning floss head. Okay, man soll mit der Hand nicht reingreifen. Was steht hier noch? Do not overfill spinner head. Okay. Und jetzt? Ich fange erstmal mit einer ganz normalen kleinen Zuckerwatte an, ob ich das überhaupt hinkriege. Dann normal, bevor ich mit einer großen anfange. Dazu habe ich so Zuckerwattenstäbchen. So, dann habe ich extra Zuckerwattenzucker gekocht. Der ist ein bisschen gröber. Ja, Leute! Okay, ich habe ein bisschen Angst. Was mache ich jetzt? Ich habe hier auch keine Anleitung. Erstmal Stecker anschließen. So, Stecker ist drin. Hier sind zwei Schalter. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Not overfill spinner head with sugar. Das hat man schon. Operating system. Warum steht das hier auf Englisch? Reduce the heat. Ah, ich kann doch einstellen, wie heiß. So, hier in die Mitte kommt ein bisschen Zucker rein. Okay, ich glaube, ich bin ready. Hier ist jetzt ein bisschen Zucker drin. Ich weiß nicht, ob das zu wenig oder zu viel ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Zuckerwattenmaschine an und wünsche mir Glück, dass ich nicht dabei sterbe. Hilfe! Es passiert nichts. Was ist das? Oh mein Gott! Ah! Au! Ah! Nein! Oh! Oh! Alter! Ah, Scheiße! Nein! Ich fühle mich wie eine Hexe! Oh. Okay, das ist meine erste Zuckerwatte. Die ist auch rosa geworden. Ich probiere mal. Geil! Schmeckt genau wie eine Zuckerwatte. Aber ey, warum ging das so krass schnell ab? Wie sich auch. Also, das ist meine erste Zuckerwatte. Ich muss das noch ein bisschen lernen. Wie kriege ich jetzt die größte Zuckerwatte der Welt damit? Das fühlt sich irgendwie gut an. Es muss langsamer gehen. Das Ding ist gerade so übertrieben hochgeflogen. Normalerweise kennt man ja diese Glasdinger, die drüber hängen. Die habe ich aber nicht. Ich habe so ein Plastikding da abgemacht. Das war hier dran. Vielleicht muss ich das ja dran lassen und dann klappt es. Probier es mal nochmal. Und lacht mich nicht auf. Schoka. And let's get the party started! Okay, man soll mit der Hand nicht reingreifen. Fängt das schon mal gut an. Vielleicht muss ich richtig schnell das alles abkriegen. So. Oh, ah. Ja, Mann! Man muss richtig schnell alles drehen und abkriegen. Oh, voll Muskeltraining. Oh. Okay, das ist meine zweite Zuckerwatte. Schon viel, viel besser. Die ist rosa. Sieht man die in der Kamera? Nicht so, aber... Mama, das
mir gut. Ah. Ich habe den Stab viel schneller gedreht und gar nicht erst gelassen, dass das so hoch fliegt. Bin ich jetzt ready für die größte Zuckerwatte der Welt? Warum sagst du nein? Hater. Ich habe mir jetzt eine riesen Stange hier gebaut aus ein paar Stäben. Guck, so lang ist die. Buh. Oh, das ist jetzt gerade falsch. Sorry. Damit mache ich jetzt die größte Zuckerwatte der Welt. Aber ich brauche eine Leiter. Ich habe gerade ein paar Zweifel, das zu schaffen. Aber ich mach's einfach. Oh my God, I'm so excited. Seid ihr bereit? Ja, ich auch. Oh, oh, oh. Hilfe. Okay, hat nicht geklappt. Ich fand mich gar nicht so schlecht das erste Mal. Okay. Let's begin! Yeah! Erstmal der erste Start, ich bin noch nicht fertig. Es ist etwas instabil. So, ich pack noch ein bisschen von den Resten hier rein. Ah, das klebt voll gut. Okay. Aber ich habe Angst, dass die Stange gleich bricht. Ich habe es ein bisschen stabilisiert. Jetzt geht's weiter. Hui, 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 hui. Das ist der Kries. Mit so einem Stab nicht hin. Das war die größte Zuckerwatte, die ich hier hatte. Das reicht mir aber natürlich nicht. Ich habe hier noch eine andere Stange mit einem anderen Konstrukt. Und zwar habe ich so eine lange Papierrolle genommen und Holzstäbe reingesteckt. Boom, 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 von oben bis unten. Ich will jetzt hier einzeln in die Stäbe Zuckerwatte durchstecken. Flop, 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 flop. Okay, ich habe alles hier drauf transportiert. Ich habe eine neue Technik entdeckt. Guckt mal. Ey! Ich habe eine neue, coole Methode entdeckt. Ich muss nicht die ganze Zeit so machen, sondern einfach nur die Maschine anmachen. So, ich habe einfach ein bisschen gewartet und dann, oh, und dann ist an den Seiten das hier entstanden. Blub! Und dann kommt es einfach um dieses Konstrukt herum. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit, okay? Sauerei hier! Oh mein Gott, das ist die größte Zuckerwatte, die ich je im Leben gesehen habe. Oh, oh, oh. Und ich habe die selber gemacht. Und das Coole ist, man kann die essen. Ich hatte zwischendurch mal gezweifelt, ob ich es überhaupt schaffe. Aber ich hab's geschafft! Aber ich brauche einen neuen Teppich. Oh, oh, no, no, please, no. I love you. Okay, das war mein erstes Video, wo ich mal etwas Großes gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, mehr solcher coolen Dinger zu machen. Habt ihr Bock drauf? Dann zeig's mir mit einem Daumen nach oben. Und ihr kriegt alle Zuckerwatte.
Und dann würde ich mal sagen, abonniert diesen Kanal für mehr Videos, wenn ihr wollt, um keine weiteren zu verpassen. Bis zum nächsten Video wieder. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Hast du schon mal Kaffee probiert? Nein? Ich hab auch schon mal Bier getrunken. Oh, nein! Reicht, reicht. Ich will das alleine. Ja, mach. Bisschen mehr aufdrehen.